Hallo zusammen, mein Name ist Michael. Ich bin auch dieses Mal wieder dabei mit meinem Spiel, es heißt nur diesmal anders. Da ich beim letzten Mal leider nicht so gut rüberbringen konnte, worum es in meinem Spiel überhaupt geht, möchte ich das jetzt gern erstmal nachholen. Das Spiel ist eine Mischung aus Tower Defense, RPG und RTS. Der Tower Defense Aspekt kommt daher, dass man auf jeder Karte verschiedene Spawner hat. Diese Spawner greifen in regelmäßigen Abständen an. Und wenn man lang genug wartet, kommen auch irgendwann sogar Bosse raus. Es gibt nicht so viele Gegner, die Gebäude angreifen können, aber Katapulte und Bosse können es zum Beispiel. Es gibt Gegner, die fliegen über die Mauern oder klettern drüber. Daher hat man mit jedem Spawner eine andere Herausforderung. Der RTS-Teil kommt daher, dass ich meine eigene Burg aufbaue und dass ich meine Einheiten rumkommandieren kann. Und der RPG-Teil kommt halt einfach daher, dass ich meinen eigenen Charakter habe, den ich steuere. So, genug von den ganzen alten Sachen. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was ich so geschafft habe. Ich wollte ja KIs hinzufügen, habe ich auch getan. Aktuell gibt es diese beiden, beziehungsweise auf Steam gibt es aktuell nur den oberen, weil der andere noch in Arbeit ist. Jede KI hat unterschiedliche Eigenschaften. Alle fünf von diesen KIs kommen auch übrigens in der Kampagne vor. Wenn ich die jetzt hinzufüge, suche ich mir hier noch meinen Schwierigkeitsgrad aus und dann kann ich auch schon loslegen. So, im Hintergrund könnt ihr jetzt mal sehen, wie das aussieht, wenn sich zwei solche KIs aufbauen und gegenseitig bekämpfen. Wie man jetzt hier schön sehen kann, haben sich die KIs aufeinander ausgerichtet. Allein das hat mich 2 Wochen gekostet, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Ich habe einfach viele Probleme damit gehabt. Ansonsten, der Rest war lustigerweise relativ einfach. Die KI verwaltet ihre eigenen Gebäude, ihre eigenen Einheiten, greift an, verteidigt sich, zerstört Spawner, je nachdem, was halt gerade am sinnvollsten ist in den Augen der KI. Man kann jetzt sehen, auf der rechten Seite, diese KI, die ist wesentlich aggressiver. Der wird auch keine Mauern bauen erstmal, sondern viel später. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich wollte, dass er super aggressiv ist. Der linke, der fängt jetzt hier an, Mauern zu bauen und kann sich dafür etwas besser verteidigen. Als Spieler ist es schon ganz schön schwierig, diese KIs zu besiegen, zumindest auf den hohen Schwierigkeitsgraden, aber ich finde, es ist eine tolle Challenge. Ansonsten gibt es übrigens noch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, bei dem ihr sehen könnt, wie sich das Spiel in den letzten Jahren so entwickelt hat. Das Spiel ist jetzt dann auch im Sale auf Steam, also wer Bock hat, sich das zu kaufen, ihr seid herzlich eingeladen. Ich würde mich auch mega über eine Bewertung auf Steam freuen, weil das einfach sehr viel weiterhilft. Ich werde jetzt leider am Samstag nicht dabei sein können beim Livestream, ich werde mir aber das Video hinterher anschauen und die Kommentare lesen. Also wenn ihr Feedback da lassen möchtet, immer her damit. Dankeschön.